Hallo und herzlich willkommen hier im Kochstudio. Heute kochen wir vegetarisch und dafür brauchen wir einige Zutaten, wie zum Beispiel Kartoffeln. Diese werden geschält, gekocht und anschließend gestampft. Dann müsst ihr Weißbrot in Würfel schneiden und dieses dann in Butter oder Margarine braun anbraten. In die gestampften Kartoffeln fügen wir jetzt noch vegetarische Schinkenwürfel von der Rügenwalder Mühle und auch die gebratenen Brotwürfel mit verschiedenen diversen Gewürzen eurer Art hinzu. Die restlichen vegetarischen Schinkenwürfel werden nun auch mit Zwiebeln angebraten und dann gibt ihr einfach nur Sahne hinzu und ein paar Gewürze und macht dort eine leckere Soße draus. Zutaten drin, fangt ihr dann an, die Klöße zu formen. Jetzt müsst ihr nur noch heißes, aber nicht kochendes Wasser, also Sieben, in den Topf geben und bis zur Hälfte füllen und dann die Klöße hineingeben. Wichtig ist, dass die Klöße nicht kochen, sondern 30 bis 35 Minuten in diesem Wasser sind. Der Chinakohl ist geschnitten, jetzt noch die Paprika, die Orange und die Gelbe schneiden und den Fenchel. Dann gemeinschaftlich mit dem Chinakohl ab ins heiße Fett und anbraten. Und last but not least gebt ihr einfach den ganzen Geschmacksverstärkung noch Essig hinzu. Und dann noch eine Portion von 3 bis 4 Teelöffel und dann lasst das Ganze ein wenig schmoren und gebt vielleicht ein bisschen Milch oder je nachdem auch Wasser hinzu. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss, viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Bis dann, euer Jens.